was haben wir hier Schönes drin? Federbomben, Spieße, Berner Würstchen. Boah, schön köcheln. Also guckt euch unseren Schlafplatz an hier. Ist das herrlich? Schlafwandeln wäre ein bisschen doof. Hey Leute, ich bin's Fritz. Es steht wieder ein neues Biwak an und diesmal mit dabei Niklas. Hi. 24 Stunden, Rucksäcke sind vollgepackt, wir haben geiles Zeug zu essen, werden nachher auch ein bisschen schön köcheln, möchten in einer Felswand drin übernachten, in so einer Aussparung, und ich würde sagen, legen wir direkt los. Vorher möchte ich aber noch dem Konsolenspiel World of Warships Legends danken, die dieses Projekt unterstützen und Sponsor dieses Videos sind, damit ich auch weiterhin spannende Videos für euch produzieren kann. World of Warships ist die dedizierte Konsolenversion des berühmten PC-Spiels World of Warships. Mit dem Free-to-Play-Spiel kann man einen Sprung zurück in die Geschichte machen und die beeindruckendsten Kriegsschiffe aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Rahmen von epischen Online-Schlachten wieder zum Leben erwecken. Unter anderem beinhaltet das Spiel Kriegsschiffe aus Deutschland, den USA, Frankreich, der USSR und mehr. Dabei ermöglichen die Detailtreue der Schiffe, die 15 verschiedenen Schlachtkarten und die beeindruckenden Soundeffekte und Explosionen dem Spieler ein einmaliges Spielerlebnis. Das Spiel ist am 16. April rausgekommen und auf Xbox und PlayStation 4 erhältlich. Speziell für Konsole wurde das Spielerlebnis optimiert, indem die Schlachten verschnellert wurden und ein komplett neues Kommandantensystem eingeführt wurde. Bis zum Ende des Monats sind nun 3 exklusive Founder Packs erhältlich: Premium, Deluxe und Ultimate, die einem den Einstieg in das Spiel erleichtern. Wenn ihr Bock auf das Spiel habt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch das Ganze nochmal verlinkt und es gibt ein paar Informationen dazu. Und an dieser Stelle natürlich nochmal ein fettes Dankeschön an euch da draußen für euren Support. Und jetzt geht's endlich los mit dem Biwak. Ja, die ersten Höhenmeter warten hier schon wieder auf uns. Denn wir wollen natürlich auch gleich noch einen schönen Ausblick haben. Guckt euch schon mal hier The Nature an. Schönes Wurzelgeflecht, halbwegs natürlicher Weg. Und hier ist irgendwie eine frisch abgesägte Birke und das ganze Wasser treibt hier raus. Schöner Fichtenwald, die Sonne kommt ein bisschen raus und es riecht wirklich herrlich. Nach ein bisschen Wald, nach Harz und nach Abenteuer. Leute, hier kommt jetzt das erste krasse Hindernis. Wir wissen nicht, ob wir vielleicht die Tour jetzt abbrechen müssen an dieser Stelle oder wir nehmen einfach den Weg hier links. So Leute, es ist einfach schon viel zu warm. Das heißt, erstmal die Jacke raus, denn wir wollen ja nicht zu viel Flüssigkeit hier verlieren. Und außerdem haben wir Frühling. Den muss man auch, den muss man willkommen heißen, die Vögel zwitschern. Genau so sieht's aus. Weiter geht's. Natürlich befindet sich in den Rucksäcken jeweils wieder feinste Ausrüstung. Teilweise ein bisschen minimalistisch gehalten, aber das werdet ihr später alles noch sehen. Wenn wir die Schlafsetups aufbauen, wenn wir das Kochsetup aufbauen, gucken, was wir köcheln. Also seid gespannt, was euch da noch so Schönes erwarten wird. So, und jetzt wird's Zeit für ein bisschen Gipfelstürmerei. Ein bisschen Ausblick genießen. Ja, herrlicher Sandstein. So, Niklas haut sich erstmal ein Trinkpäckchen rein und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zur Stiege hier. Wir müssen noch Ausrüstung anlegen. Klettergurt und Klettersteckset. So, ein bisschen festziehen hier. Dann schlaufen wir das hier vorne noch durch. Ja, ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Kletterstiegen in den Alpen, aber macht trotzdem immer wieder Spaß. Das Mini-Adventure. Ja, man muss sich ja sein Abendessen auch verdienen und seinen schönen Schlafplatz. Wir sind ja schon gleich am Zwischenplateau mit dem toten Baum. Die Sonne brutzelt in den Nacken. Geil. Schön, schön, schön. Herrlicher Ausblick, aber oben wird es noch schöner. Bring nicht! Nein! Ach, guckt euch das an. Herrlich. Das ist Leben, Leute. Nicht immer nur in der Stadt rumhängen, sondern auch mal rausgehen. Erstmal kurz hier ein bisschen genießen die Aussicht. Guckt euch das an. Herrlich. Dann auch noch dazu die Sonne, die gerade rauskommt. Wir machen ja gerade erstmal ein kleines Päuschen. Übrigens, ne, Patch ist am Start. T-Shirt ist am Start. Aber was noch viel mehr am Start ist, ist dieses komische, ekelhafte Zeug, was Niklas mir gerade andrehen wollte. Ich dachte, das sind irgendwelche Gummischnüre. Nee. Das ist aus Laos. Also das ist Fisch. Ich glaube, das ist Fisch. Richtig ekelhaft. Aber das ist lecker. Das schmeckt wie Trockenfleisch. So wie Beef Jerky, nur lecker. Aber schmeckt richtig gut. Ja. Hier steht Fisch drauf, ja. Jumbo-Fisch. Ja, Jumbo-Fisch. Ich habe jedenfalls keinen Bock auf Jumbo-Fisch. Ich hatte gerade richtig Bock auf so einen eiskalten Erdbeer-Banane-Smoothie. Einfach auch mal Beine hochlegen, Leute. Oh, herrlich.
und genießen. Ihr müsst einfach mal genießen. Manche genießen in Form einer Sonnenbrille und getrockneten Fisch. Das Geste zu gönnen. Und manche einfach nur durch Sauerstoff und Aussicht. So, jetzt wird es hier ein bisschen eng, da müssen wir jetzt ziemlich reinkrauchen. Ich habe mir nochmal mein Jäckchen angezogen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kommen auf die andere Seite. Erstmal rein hier. Und den Rucksack hole ich gleich. Es ist etwas eng. Und da oben geht es jetzt gleich hoch. Moment. Es ist dunkel, aber hier seht ihr schon die Stufen, die kommen. Da oben ist Niklas schon unterwegs. So, und ich hole jetzt mal meinen Rucksack. Jetzt sehen wir auch wieder ein bisschen was. So, jetzt machen wir erstmal Kamera weg, weil hier kommen gleich noch Leitern. Ja, draußen scheint die Sonne und hier drinnen im Schatten ist es richtig kühl. So, wir sind fast am Biwakplatz angekommen. Hier unten stehen die Rucksäcke. Niklas hat sein 60 Meter Seil drauf, denn wir wollen nach dort oben und haben uns überlegt, wir schleppen nicht die Rucksäcke, sondern wir ziehen sie am Seil hoch. Deswegen wird Niklas jetzt dort hochkraxeln und ich ziehe dann die Rucksäcke hoch. Ja, das muss ja auch stimmen. Live wild and free. Da oben hinter dieser schwarzen Kante ist unser Übernachtungsplatz und hier ist auch eine Abseilöse. Und dann kommt das Seil hier irgendwie runter und dann mache ich hier die Rucksäcke fest. Die Sonne ist jetzt schon so halbwegs untergegangen, ist aber trotzdem noch ein bisschen hell. Man hört wirklich nur die Vögel, kein anderer Mensch mehr unterwegs. Geil. Und gleich gibt es richtig schön was für den Magen. Boah, schön köcheln. Ich sage nur Feta-Bomben, Spieße, Berner Würstchen, Kräuterbutter, Baguette. Ach, schön. Einfach auch mal rausgehen, einfach auch mal Zeug packen, ja, bisschen was zu essen einkaufen und draußen übernachten. So herrlich. Aber nicht nur immer Theorie, Theorie, man könnte, sondern einfach mal machen. Einfach mal am Wochenende, zack, raus. I'm ready for the rope. Nee, einfach geradeaus runter. 3, 2, 1, go. Das war richtig knapp. Kleine gesteckte 8 hier. Zack. Der hält das jetzt aus, ja, der Rucksack? Jetzt ist mein Rucksack dran. Und nur als kleiner Trick, man kann sich auch einen normalen Knoten machen. Aber ich mache jetzt hier so eine gelegte 8. Eine einfache. Die sieht dann so aus. Könnt ihr einfach mal googeln. Gelegte 8. Ich habe, glaube ich, auch Knotenvideos dazu. Und jetzt fädel ich das einmal hier durch. Nehme dafür aber die Trageriemen und fädel diesen Knoten jetzt anhand dieses Seils einfach nochmal genau zurück. Und das nennt man dann, glaube ich, gesteckte, doppelte acht, gesteckte 8, keine Ahnung. Sieht jetzt so aus. So, Leute. Jetzt gucken wir mal, was das hier wird. Und jetzt kommt der Rucksack, da ist er. Aber es geht eigentlich ganz gut. Ja, weil der frei hängt. Da ist halt auch viel Essen drin. Ja, Paket ist angekommen. So, und jetzt müssen wir noch nach oben. Meine Kopflampe ist natürlich oben im Rucksack. Hey, schön, Niklas, hier, oh, da unten. Habe ich den abgemacht? Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Weihnachtsabend wieder da. Das ist natürlich jetzt nur Licht von oben. Sehr elegant. Oh, muss aufpassen hier. Ja. So. Muss erstmal einen Ausblick genießen, Junge. Geil. So. Holst du jetzt bei runter? So, leuchte mal aus hier. Die schöne Bofe. Da drin übernachten wir heute. Mit einem herrlichen Blick nach draußen. Da sind noch so ein bisschen restliche rote Streifen vom Sonnenuntergang. Und hier geht es halt ordentlich abwärts. Da muss man ein bisschen aufpassen. 20 Meter werden es sein, denke ich. Ja, locker. Ich brauche jetzt hier erstmal Licht. Ja, Schlafplatz werden wir jetzt hier unten einrichten. Ganz gemütlich, kuschelig nebeneinander. Und hier werden wir dann ein bisschen
köcheln gleich in der Ecke. So, ich hoffe, ihr seht ein bisschen halbwegs was. Ich mach mal ganz im krassen Schnelldurchlauf, was ich alles so dabei habe. Ich habe ein ganz normales Foodsprint dabei zum Runterlegen. Da kommt die Isomatte dann drauf, ist eine zum Aufblasen. Und wir haben aber auch noch die Z-Light mit, damit man sich so ein bisschen ja, entspannt hinlegen kann, hinsetzen kann und nochmal als Schutz für die Isomatte. Und dann den Defense 6, weil, naja, nachts so... Ja, 5 Grad, 3 Grad, man weiß es nicht. Du hast einen 6er sogar mit? Nein, nicht 6er, bin ich doof. 4er. 4er, hab ich 6er gesagt? Ja, du hast nein, nein. Ich dachte gerade so, den 4er. Digi. Nein, ich hab den 4er mit. Ansonsten, ja, ein bisschen Kram, irgendwie Messer, noch eine Säge für Feuerholz und Kram. Aber ich zeige euch mal, was wir einfach alles mal zum Essen dabei haben. Ja? Wir haben sogar Alufolie mit dabei, weil wir nämlich so geile Federbomben machen werden. So, das ist die Kletterausrüstung. Und hier sind erstmal 3 Beutel. Boah, wenn ihr es riechen könntet, einfach nur mit Fresschen. So, ansonsten ein bisschen Wasser. Hier haben wir schon mal Baguette. Da machen wir schön mit Kräuterbutter, Alufolie. Aber das interessiert ja keinen, sondern es interessiert, was hier in den schönen Fressensbeuteln drin ist. Hier haben wir Porridge drin. Dann so ein bisschen entspannten, löslichen Tee, auch ganz geil. Niklas hat hier noch ein bisschen Erdnüsse mit. Ja, ein bisschen Snackkram, Gummibärchen und so ein Kram. Ja. Und hier haben wir noch schön so Putensticks mit. Ganz geil, schön Fleisch, was wir machen können. Wir haben auf jeden Fall wieder ordentlich Fressen dabei. Das ist mein Frühstückspaket. Hier habe ich mein Porridge drin, was ich immer noch mit Cranberries ein bisschen aufhübsche. Und dann geht hier der zweite Fressensbeutel weiter. Fressi muss immer sein. Nochmal ein paar Putensticks. Tomätchen. Ja. Hier ein paar schöne Berner Würstchen, also mit so Bacon umwickelt. Spieße, Schaschlikspieße haben wir noch mit. Dann haben wir noch so Feta-Käse mit. Und hier eine ganz spezielle Mische. Haben wir schon vorbereitet. Da ist Öl drin, Gewürze, Zwiebel, Tomate, Oliven, Knoblauch. Knoblauch. Und da machen wir gleich so kleine Packungen. Aber das zeigen wir euch im Detail. So, wir räumen erstmal das aus. Richten dann schon mal den Schlafplatz ein, weil ihr wisst, es ist dunkel. Und dann geht's hier ans Köcheln und dann ans Denieren. Leute, guckt euch unseren Schlafplatz an hier. Ist das herrlich? Ist das herrlich? Mega geil. Ist das herrlich? Leute, schreibt's in die Kommentare. Ist das herrlich? Oh, schreibt schön. Hashtag herrlich in die Kommentare. So, Setup steht. Wie gesagt, bei mir Footprint, ganz normal Isomatte drüber und meine Carrete Defense 4. Und da drüben das ähnliche Setup mit einer anderen Isomatte. Ander Schlafsack und das Ganze im Biwaksack. Jo. Ja, ein bisschen geschützter. Dafür kein Footprint. Ja, na, brauchst du auch nicht. Nö. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir hier mal ein bisschen was. Ein bisschen Druck auf der Lok. Kleines Zunder-Kit. Mit getränkten Wachspads. Schön auseinanderziehen. Das läuft schon. Haben wir eigentlich Müllbeutel am Start? Klar. Vielleicht. Kleine Glut muss ja auch mal erstmal entstehen. Ja, Niklas bereitet jetzt nämlich die Feta-Bomben vor. Erstmal hier ein doppelt gelegtes Alupapier und dann kommt das gleich alles schön rauf. So eine ebene Stelle finden, das ist die größte Schwierigkeit. Und dann baue ich jetzt einen kleinen Auffangwall. Hier geht's auch schon ab. So, im Hobo haben wir gleich die erste Glut, da können wir gleich mit arbeiten hier, das sieht schon gut aus. Müssen wir fast schon wieder ein bisschen was nachlegen. Und hier drüben entsteht aber gerade richtig herrlich, Leute. Boah, wenn ihr wüsstet, wie das riecht, absoluter Traum. Man könnte den so fressen. Boah, überkrass. Auch mit den italienischen Kräutern noch, Oregano. Habe ich noch nie gemacht hier drauf. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Seht ihr dieses saftige marinierte Fleisch. Oh, das liebe ich immer, diesen Ausflügen. Schön was Geiles köcheln. Aber einfach kann es auch ruhig sein. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, vielleicht schon mal drehen. Ja, müssen wir definitiv drehen. So, wir gönnen uns hier schon mal ein bisschen Baguette mit Kräuterbutter drauf. Da schon mal ein paar Berner Würstchen. Ja, es ist nicht so einfach, eine ordentliche Glut in der Buschbox zu erzeugen, weil die halt einfach so geil durchzieht und zündelt, dass sie einfach restlos verbrennt, ja? Das sieht gut aus. Das ist halt doch ein bisschen Arbeit, ja? Muss man doch sich ein bisschen das irgendwie auch verdienen. Nicht einfach hier Gaskocher, klack, knack. Nein, wir kämpfen uns hier Würstchen für Würstchen voran. Aber es sieht schon gut aus. Die platzen vorne schon auf. Ja, geil. Oh. Heiß, hä? Ah, heiß, heiß. Nee, ist gut. Ja. So. Oh, ist geil. Ja? Mhm. Fand ich auch. Ja, richtig gut. Geil. Hammer. So,
So, und damit man nachts auch nochmal schön pinkeln muss, gibt es natürlich nochmal einen herrlichen Tee direkt vom Hobo. Eine Sache muss ich euch noch zeigen. Und zwar habe ich was Neues, neue Ausrüstung. Seht ihr das? Das sind Schlafsackschuhe. Geil, oder? Mal gucken, wie das so wird. Ja, gegen kalte Füße. So, Ladies and Gentlemen. Ich habe mich schon mal in meinen Schlafsack hier rein verkrochen. Niklas haut sich da noch ein paar Gummibärchen rein. Wir haben es schon kurz vor 0 Uhr und ich bin ultra müde. Deswegen sage ich euch schon mal gute Nacht und wir sehen uns auf jeden Fall morgen früh. Guten Morgen mit leicht zerknautschter Fresse. Und ein schönes Einhorn habe ich hier auch. Niklas ist mittlerweile auch wach. Ich habe gerade noch ein paar schöne Fotos gemacht. Sonne ist leider ein bisschen um die Ecke. Also man hat ja keinen direkten Sonnenaufgang. Aber kann man hier auf jeden Fall genießen. Vor allem, wenn man hier nachts wach wird, man hat direkt die Sterne draus gesehen, oben haben noch ein bisschen die Kerzen gefackelt. Herrlich. Das ist doch mal, jetzt seht ihr den Schlafplatz auch mal richtig hier bei Helligkeit, ja? Muss auch nur aufpassen, dass man nicht zu weit nach links rollt. Geht's abwärts. Ja, man darf nicht schlafwandeln, ansonsten muss man sich festbinden. Ja, schlafwandeln wäre ein bisschen doof. Ich bin auf jeden Fall erstmal barfuß unterwegs, weil, ja gut, einfach auch mal feel the nature. Oh, ich habe ein bisschen Muskelkater am Oberschenkel vom Abstieg gestern, ey, weil ich ein Lauch bin. Hauptsache mal ein Kamm in der Tasche. Zeit für Feuerchen, Zeit für Frühstück, Leute. Und dann läuft der Hase auch schon. Nochmal ein kleiner Trick, damit ihr auch was lernt. Und zwar, wenn ihr so ein kleines Holzstück habt, aber noch ein bisschen feinere Sticks haben wollt, könnt ihr jetzt irgendwie abschnitzen. Oder ihr nehmt das Messer richtig schön in die Hand, oben den Daumen drauf, damit ihr den richtigen Griff habt. Ja, piekst ihr so ein bisschen vorne in die Mitte ein. Und dann haut ihr das auf ein anderes Holz drauf. Und dann spaltet sich das so schön auf. Zack. So kann man auch mal Holz spalten. Ohne eine Axt. Knack. Müsst ihr natürlich aufpassen, ne? Ist auch ein bisschen schwierig fürs Material. Da kann vielleicht so ein Messer, wenn das übertreibt, auch mal brechen. So. So, und jetzt schön mit dem Federlöffel das Ganze umrühren. Ja, beim Porridge ist so ein bisschen die Schwierigkeit, finde ich, das richtige Wasser-Mischungsverhältnis hinzukriegen. Deswegen mache ich immer erstmal nur ein bisschen Wasser rein. Und dann lieber nochmal einen Schwapp nach. Weil wenn es zu dünn ist, ist es zu dünn. Auf ein wunderschönes Biwak-Frühstück. Ja, kann man nochmal eine ganze Handvoll Cranberries reinmachen. Sieht gut aus. So sieht das Spektakel jetzt aus. Schmeckt extrem lecker, ist einfach zu machen und muss man ganz wichtig in einer schönen Umgebung genießen. So, Rucksäcke sind gepackt, Lager ist wieder ordentlich verlassen, alles weg. Müll ist natürlich im Rucksack und Niklas bereitet jetzt das Seil vor. Ja, ist natürlich safe gesichert und dann geht es jetzt gleich abwärts. Goodbye, friends. Shane. Ich hoffe, euch hat das 24-Stunden-Biwak-Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mal einen Daumen nach oben. Schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr selbst auch draußen unterwegs seid und da übernachtet oder guckt immer nur heimlich vom Sofa zu. Fettes Dankeschön auch nochmal an World of Warships Legends für den Support. Und schaut nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Da ist das Ganze verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.